Ich denke, ihr könnt zwei Dinge tun. Gleichzeitig das, was ihr geben möchtet, gleich in den Beutel tun und gleichzeitig schon mal die ersten Einführungsgedanken von mir zur Predigt hören. Die letzten drei, vier Wochen habe ich mich zurückgezogen. Einige haben das schon mitbekommen. Zurückgezogen heißt für mich, einfach mich ein bisschen mehr abgeschottet. Auch von E-Mails bzw. Sitzungen und Gesprächen und manches andere mehr, um einen Prozess, den wir in dieser Gemeinde mit einem Team von ungefähr 10 Personen, ungefähr 12 bis 18 Monaten zurückliegend gestartet haben, diesen Prozess ein Stück weit zu bündeln. Und Kerngedanke war es, den Auftrag und auch die Zukunftsperspektive, man könnte auch das Wort Vision nehmen, die Ausrichtung dieser lokalen Kirchengemeinde hier im Christuszentrum für die nächsten 5 bis 10 Jahre zu definieren und auch zu formulieren. Das hört sich jetzt sehr trocken an, aber das ist ein Stück weit der innere Auftrag gewesen, den ich gespürt habe. Letztes Wochenende, die im letzten Gottesdienst dabei waren, haben das mitbekommen durch unseren Gastsprecher Matthias C. Wolf, Pastor in Hamburg, dass wir als Leiter und Mitarbeiter ein Wochenende zusammen verbracht haben, um einige Sessions auch miteinander zu verleben und zu hören, wo wir als Gemeinde beispielsweise herkommen. Was ist die Geschichte dieser Gemeinde? Was waren auch die Punkte, die sehr markant waren für diese Gemeinde? Welches Fundament, welches Erbe ist uns mitgegeben worden auf dem Weg? Auf was bauen wir auf? Und wie wir den Auftrag Gottes für diese Gemeinde, wie wir den Auftrag Gottes für seine Leute verstehen auf dieser Erde. Wir wollen nicht eine Zukunftsperspektive haben, so wie wir uns das vorstellen, vielleicht wie wir uns Kirche, Gemeinde vorstellen, sondern uns war wichtig, einfach auch hineinzuschauen in das Wort Gottes. Was sagt Gottes Wort denn dazu, zur Gemeinde Jesu Christi? Was sagt Gottes Wort zu Menschen, die sich Christen nennen? Was ist ihr Auftrag auf dieser Erde? Gestaltet man so, wie man möchte, oder gibt es auch ein paar Richtlinien, Punkte, die immer wieder zu sehen sind im Wort Gottes? Und wir haben uns auch die Frage gestellt, wie soll denn in den nächsten Jahren unser Handeln in unserem Umfeld praktisch aussehen. Und so waren diese zwei Prozesse wichtig. Was hat Gott in diese Gemeinde gelegt und was wäre das nächste Kapitel? Und das zweite auch ein Stück weit, was brennt in mir und was brennt in unserem Team auch für die Zukunft? Darüber will ich heute nicht sprechen. Sondern ich glaube, dass das auch ein Stück weit jetzt in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder durchkommen wird. Vielleicht kleine Häppchen, könnte man sagen, um das auch zu platzieren. Aber bevor ich das auch in den nächsten Wochen und Monaten kommuniziere, war es wichtig für mich, eine Botschaft, die meines Erachtens sehr wichtig ist, zu verinnerlichen, uns heute vorzunehmen. Wenn ich sage Botschaft, dann ist es ein Gedanke, der sich um eine alte Geschichte aus der Bibel herausgenommen wird, wo ich etwas ganz, ganz Wesentliches entdecke. Und bevor ich diese Textstelle aus 2. Samuel Kapitel 6 anschaue, möchte ich kurz den Hintergrund skizzieren, wo das, was ich gleich lesen werde, wo das herkommt. Menschen, die ein Stück weit die Geschichte auch des Volkes Israels kennen, auch die Bibel kennen, die wissen, dass Israel in Ägypten gefangen war. Über 400 Jahre haben sie dort gelebt. Und ein Mann namens Mose hat das Volk Israel aus dieser Gefangenschaft rausgeführt und sein Auftrag war es, das Volk hineinzuführen in das gelobte Land, in das verheißene Land Kanaan. Dieser Mose hatte den Auftrag gehabt, das Volk rauszuführen,
Gott hat ihn verwehrt, noch das Volk reinzuführen. Und so hat er seinen Auszubildenden, seinen Josua, so hieß er, genommen. Gott hat ihn berufen. Und Josua war der Mensch, der das Volk Gottes dann in das verheißene Land reinführte. Die Stämme kriegten ihre Ortschaften zugewiesen. Sie fingen an, dort zu leben, mussten auch manche eine Feindschaft überwinden. Und es brach dann, wenn man die Bibel kennt, diese Zeit der Richter an. Diese Richter waren einzelne Personen, die in bestimmten Notsituationen, in bestimmten Krisensituationen Aufträge von Gott bekommen haben oder einfach gesagt haben, man muss was tun. Und sie haben etwas in die Hand genommen und Gott war mit ihnen, um wiederum Befreiung zu bekommen von den Feinden, die um sie herum waren. Israel war in diese Zeit der Richter nicht in einer guten Verfassung. Da gibt es einen Satz, der kommt so häufig in diesem Buch der Richter vor. Und jeder tat, was richtig war in seinen Augen. Also im Grunde, jeder hat gemacht, was er wollte. So wie er das gut fand, keiner fragte mehr nach Gottes Perspektive. Keiner fragte mehr nach den Prinzipien, die Gott gelegt hat für sein Volk. Jeder hat nach seinem Gutdünken letztendlich gelebt. Und so war Israel, ich sag mal, geistlich gesehen nicht in einer guten Verfassung. Leute nahmen sich Freiheiten, die sie vielleicht früher nicht genommen haben. Sie hatten ihre eigenen Lebensentwürfe und lebten darin dann ganz gut. Wenn sie Not hatten, weil die Lebensentwürfe nicht unbedingt immer weise waren, dann haben sie zum Herrn geschrien, Gott hat gehört, er hat Rettung geschenkt und dann haben sie Danke gesagt und dann haben sie wieder ihr Leben gelebt, wie sie wollten, bis sie wieder in Not kamen, kamen sie wieder zum Gottesdienst, suchten nochmal Gott, haben nochmal Hilfe bekommen, gingen wieder raus, haben wieder weiter, so ging das. Und dieser Zyklus sehen wir in diesem Buch der Richter. Mittendrin gab es das religiöse Leben. Es gab einen Ort, Silo hieß er. Und dort war die Stiftshütte, dort war der Ort der Anbetung, dort war ein Priester. Alle Gottesdienste liefen wie gehabt und alles war so religiös. In diesem Ort Silo mit dieser Stiftshütte und in dieser Stiftshütte ist die sogenannte Bundeslade. Das ist Geschichtsunterricht für viele von euch hier heute. Oder nochmal eine Wiederholung. Diese Bundeslade, so hieß die, ist ein Kasten gewesen. Aus sehr schönem Holz und auch mit Gold verziert und mit Gravuren drauf. Und in diesem Kasten, dieser Kasten symbolisierte Gottes Gegenwart in seinem Volk. Viele Religionen haben einen Ort, wo ihr Zentrum ist. Die Muslime haben einen Ort, wo ihr Zentrum ist. Wo es sogar ein Wunsch von jedem Muslim ist, hinzupilgern. Die Hindus haben ihre Zentren, die wichtig sind, ob es der Tempel ist oder manch ein anderer Pilgerort, wo etwas geschehen worden ist. Auch in der christlichen Welt hat sich das so etabliert, dass es auch Orte gibt, wo Christen hingehen wollen. Katholiken wollen nach Rom, wollen zum St. Petersdom und andere wollen vielleicht an Orte, Wallfahrtsorte, wo irgendeine Offenbarung gewesen ist. Das scheint in uns Menschen zu sein und auch in der damaligen Zeit, auch für das Volk Israel, gab es diesen Ort des Zentrums des geistlichen Lebens, dort, wo Gottes Gegenwart, zumindest symbolisch und auch oft tatsächlich auch gegenwärtig war. Silo war ein dieser Orte in dieser Zeit der Richter. Dort war die Stiftshütte, dort war auch dieser Kasten, die Bundeslade. Und in dieser Bundeslade waren drei Dinge. Einmal die Gesetzestafeln, die Mose geschrieben bekommen hat von Gott, die waren da gelagert. Dann dieser Stab von Aaron, der blühte, den hat man dort auch aufbewahrt. Und auch ein kleines Gefäß mit dem Manna, dieses übernatürliche himmlische Brot, das die Juden damals in der Wüste als Versorgung von Gott morgens und abends bekommen haben. Da war es sozusagen als Erinnerungsstück. Diese drei Dinge befanden sich in diesem Kasten, in dieser Bundeslade. Es wird uns gesagt in dem ersten Buch Samuel, dass
obwohl es diesen religiösen Ort gab, obwohl es diese Bundeslade gab als Zeichen der Gegenwart Gottes, obwohl es eine Priesterschaft gab, obwohl die Menschen auch so grundsätzlich religiös und Gott wohlgefällig versuchten zu leben, jeder nach seiner Art, wie er dachte, dass aber vom Himmel her wenig gehört wurde. Dass es keine Visionen gab, also keine Botschaften, die immer wieder von Gott kamen. Es war eine trockene Zeit, könnte man sagen. Sogar der alte Priester Eli, der schon sehr hochbetagt, über 80 war, der wäre jetzt eigentlich prädestiniert, in so einem Seniorentreff zu kommen, er sagt sogar, dass seine Augen schlechter wurden, dass er auch nicht mehr so richtig gucken konnte. Das ist die Situation. Und in diese Situation kommt ein kleiner Junge, Samuel, von seiner Mutter war das eine schwierige Situation, sie hatte keine Kinder gekriegt, hat Gott gebeten, Kinder zu kriegen, hat sie den Sohn gekriegt, hat gesagt, ich weihe ihm den Herrn und brachte diesen kleinen Sohn Samuel als Auszubildender in dieser heiligen Stätte in Silo, damit er dort den Priesterdienst lernt unter der Beobachtung und unter der Anleitung von Eli. In dieser Zeit gibt es Feindschaft drumherum. Man musste kämpfen, um sein Territorium und seine Grenzen auch aufrechtzuerhalten. So hat Israel manchmal auch einen Krieg angefangen, in diesem Fall gegen die Philister, und sie zogen in den Krieg und haben eine Wahnsinnsniederlage erlebt. 4000 Leute starben in diesem Krieg und sie fragten sich nun, warum? Gott ist doch mit uns. Wir sind doch das auserwählte Volk. Warum haben wir so einen Rückschlag erlebt? Und dann haben sie darüber nachgedacht und haben eine Idee bekommen. Wie überwinden wir die Philister? Und die Idee war, jeder tat in seinen Augen, wie er es tun wollte, wir nehmen die Bundeslade, also diesen Kasten, und tragen ihn sozusagen in den Krieg rein. Und weil Gott dann mit uns ist, werden wir überwinden. Und so nehmen sie dann diese Bundeslade. Alle jubeln, oder erstmal, als diese Idee verkündet wurde, die jubeln alle. Die jubeln so laut, dass die Philister, die in der Nähe waren, diesen Jubel mitbekommen haben. Wir haben gefragt, was ist da los? Ja, die haben die Bundeslade und sie wollen mit dieser Bundeslade jetzt in den Krieg ziehen. Und die Philister sagten, boah, was wir alle schon gehört haben, was die alle schon erlebt haben damals mit Mose aus Ägypten raus und dann Jericho, haben wir auch noch in Erinnerung und so. Leute, das ist eine Truppe, die kommt jetzt mit dieser Bundeslade auf uns zu. Also, und dann haben sie einander Mut zugesprochen. Ihr Philister, also wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder werden wir jetzt überrumpelt oder wir stehen fest und wir kämpfen. Und mit diesem Entschluss haben sie gesagt, wir kämpfen. Und die haben die Israeliten ein zweites Mal überwunden. 30.000 Israeliten starben. Und nicht nur das. Sie kapern diese Bundeslade, nehmen sie mit in ihr Land, in das Land der Philister, und stellen das an einem Ort, und zwar in dem Tempel von ihrem Gott Dagon. Ja, so nach dem Motto, wir haben deren Gott gekapert, den packen wir bei uns im Tempel und so, und der soll bei unserem Gott untertan sein. Am nächsten Morgen, dieser große Gott, dieser Bildnis von Dagon, ich habe jetzt kein Bild für euch, aber der ist umgefallen. Bam. Vor der Bundeslade. Die kriegten richtig Angst zu sagen, nichts getan, aber da fällt unser Gott nieder vor dieser Bundeslade, da ist bestimmt was Magisches drin. Indiana Jones wusste das auch. Und so haben sie gesagt, wir wollen diese Bundeslade loswerden. Dann haben sie ihre Priester gefragt, was machen wir jetzt? Deren Priester haben gesagt, ja, steck das Ding hier auf so einen Wagen, nimm die Ochsen und schick die Ochsen Richtung Israel. Wenn die Ochsen Richtung Israel gehen, über die Grenze, dann wissen wir, dass deren Gott wahr ist und dass das etwas
Echtes ist, was hier in der Bundeslage ist. Wenn die Ochsen aber so hin und her gehen und irgendwie sich im Kreis drehen und nicht mehr wissen, wo sie hinwollen, dann wissen wir, unser Gott ist doch nicht vor ihm sich, also wegen dieser Bundeslade hingefallen, sondern vielleicht war die Konstruktion von dem Gott nicht so gut. So schicken sie diese Ochsen auf den Weg. Ich merke, die lange Einleitung geht schon über eine Viertelstunde. Aber ihr seid dabei, ja? Toll, ich kann Geschichten erzählen. Ja? Okay, und auf jeden Fall, die schicken diese Ochsen los und tatsächlich, diese Ochsen mit diesem Wagen und die Bundeslade oben drauf, schnurstracks Richtung Israel. Oben haben wir das, es ist gut, dass wir das Ding loskriegen. Ja? Und die kommt jetzt über die Grenze, ja, kommen diese Ochsen über die Grenze. Und die Bibel sagt, dass doch dort die Leute von Bet-Shemesh, das ist ein Ort, ein Grenzort, die haben da ihr Getreide da gemacht und geerntet und plötzlich hören sie diese Ochsen kommen und sehen und glauben nicht, was sie sehen, dass dort auf diesem Wagen die Bundeslade kommt. Und sie bringen sie dann in diesem Ort Bet-Shemesh und finde das ganz toll, irgendwie ist es was ganz Neues, weil diese Bundeslade schon viele Jahre nicht mehr zu sehen war. Und einige von denen wussten jetzt nicht, dass man die Bundeslade nicht einfach mal so wie ein Koffer behandelt und mal guckt, was drin ist. So haben sie es aufgemacht und dann kommt etwas Negatives, die fallen drum um. Und jetzt kriegen die Leute in Bet-Shemesh Angst und sagen, diese Bundeslade wollen wir hier nicht haben. Und haben gesagt, wo können wir sie hinbringen? Und so haben sie diese Bundeslade dann nach Kiryat Jearim gebracht. Auch wieder ein Ort. Dort ist irgendwie Ruhe, die haben gelernt, bloß nicht reingucken. Ja? Aber immerhin hat dieser Ort jetzt die Gegenwart Gottes. Und mittlerweile sind jetzt mehrere Jahrzehnte gegangen. Die Bundeslade ist dort in Kiryat Jearim. Und David, viele von euch kennen den kleinen David, den Hirtenjunge, der ist mittlerweile König geworden in Israel. Dieser kleine Samuel, der in dem Tempel war, ist mittlerweile auch letztendlich größer geworden und hat diesen David eingesetzt. David ist erstmal beschäftigt, auch die Grenzen zu ziehen und zu sichern und zu kämpfen und alle Feinde von sich zu lassen, wegzuhalten. Und nachdem diese ganze Action zu Ende ist, fällt ihm ein, oder er kommt jetzt auf den Punkt, Bundeslade, Gegenwart Gottes, Jerusalem. Gott muss jetzt einen Platz finden in Jerusalem. Und so macht er sich auf, und da lesen wir jetzt diesen Text aus 2. Samuel, Kapitel 6, Vers 1, weil David möchte, dass jetzt die Bundeslade einen Ort bekommt, die ihr würdig ist. Und da steht nochmal, ließ David alle führenden Männer Israels zusammenkommen. Es waren 30.000 Mann. Gemeinsam mit ihnen zog er nach Baala im Stammesgebiet von Juda, um die Bundeslade von dort nach Jerusalem zu bringen. Sie war dem Herrn geweiht, dem allmächtigen Gott, der über den beiden Cherub-Engeln thronte. Man holte diese Bundeslade aus dem Hause Abinadabs auf dem Hügel und lud sie auf einen neuen Wagen, der von Rindern gezogen wurde. Die beiden Söhne Abinadabs, Usa und Achjo, lenkten ihn. Achjo ging vor dem Gespann, David und alle Israeliten liefen hinterher. Sie tanzten und lobten den Herrn mit Lauten und Harfen, mit Tamburinen, Rasseln und Zimbeln. 30.000 Leute sind froh, dass Gott wieder da ist. Das wäre schön, wenn so ein Lobpreis jeden Sonntag wird. Weil Gott ist ja, wohnt ja nicht in Gebäuden, sondern kann ihn immer begegnen. Freude an ihm ist eine Stärke. Und wenn wir ihn suchen und wenn wir ihn erwarten, wird er auch vom Himmel her und auch durch seinen Geist auf Erden hier handeln und reagieren. Bei dem Dreschplatz, der einem Mann namens Nachon gehörte, brachen die Rinder plötzlich aus und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell steckte Usa, so heißt einer von denen, seine Hand aus und hielt die Bundeslade fest. Da wurde der Herr
sehr zornig über ihn, weil er es gewagt hat, die Bundeslade zu berühren, und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. Das sind so Textstellen, wo man erstmal ein großes Fragezeichen hintersetzt, zu sagen, ihr habt nicht reingeguckt. Der hat ja nur versucht zu unterstützen oder zu stützen, dass diese Bundeslade nicht von dem Wagen fällt auf den Boden. Man könnte sagen, eigentlich eine gute Sache. Und bis heute ringe ich immer noch mit dieser Textstelle und zu sagen, was war der Gedanke? Ich weiß die schnellen Antworten. Aber man muss versuchen, da Gott zu verstehen, warum er so reagiert. Man sieht auch die menschliche Seite, die da ist. Ich lasse das mal für jemand anders mal darüber zu predigen. Es sei denn, ich bekomme eine sehr plausible, gute Antwort darüber. Die schnellen Antworten könnte ich euch geben. Man könnte nicken und zu sagen, ja. Aber die Frage ist, ist es wirklich das? Ich glaube, dass an manchen Stellen muss man lange über Textstellen ringen, Fenster wieder zumachen. Aber ich möchte jetzt, und jetzt komme ich eigentlich zum Kern. Zum Kern ersten Gedanken. David, mit einer guten Absicht, mit einer Notwendigkeit, mit einer Sehnsucht, dass Gott wieder zurückkommt zu seinem Volk, dass er einen zentralen Platz bekommt, mit einer guten Absicht setzt nun diese Bundeslade, wie ihm das irgendwie wahrscheinlich so in den Sinn kam, beziehungsweise als Vorbild, wie auch anderes gemacht haben, auf einen, hier steht, neuen Wagen mit neuen Rändern. Man könnte sagen, und das ist jetzt auch der Punkt und die Gefahr, dass man etwas Geistliches, etwas, was von Gottes Seite her für uns Menschen bestimmt ist, in einer neuen Methode, in einer neuen Art und Weise einfach sagt, wir machen das jetzt mal so. Wir setzen das jetzt mal auf einen neuen Wagen. Neu ist ja immer gut. Neu ist ja würdig für das, was man da hat. Ja, also nicht eine alte Rappelkiste, wo man sagt, komm, das ganz heilige Bundeslade packen wir irgendwie auf unseren Trabi und bringen ihn irgendwo hin. Nein, Mercedes, was auch immer, gutes. Ja, ein gutes Gefährt muss jetzt auch die Bundeslade tragen. Neu. Etwas, was modern ist. Etwas, was etwas hergibt. Und David tut das. Es ist oftmals auch die Gefahr. Die Hoffnung, dass eine neue Methode etwas Neues bringt. Und so kann es sich für den einen oder anderen anfühlen, auch wenn wir vielleicht einige Erneuerungsprozesse durchgehen werden, manches sich vielleicht ändern könnte oder die Richtung ein bisschen fokussierter wird, dass es in einen hochkommen könnte, zu sagen, ach, das Neue, der eine wird sagen, oh, endlich, jetzt mal was anderes und setzt die Hoffnung auf das Neue. Der andere verachtet das Neue und sagt, das Alte war doch gut. Und ich möchte uns einfach mal mit diesem, jetzt müssen eigentlich alle, die so ein bisschen geistliches Gespür jetzt mithören. Die Gefahr, auf was setze ich meine Hoffnung? Die Gefahr, auf was setze ich meine Erwartung? Die Gefahr, auf was setze ich oder wo widerstehe ich vielleicht das eine oder das andere? Und in diesem Spannungsfeld werden wir auch in den nächsten Jahren vielleicht stehen. Es wird notwendige Veränderungen geben und wir werden uns vielleicht, ich sag's mal, auf unser Kerngeschäft konzentrieren. Und wir haben es auch letzte Woche gehört, dass auch eine Gemeinde immer wieder eine Hinwendung zu einer jüngeren, neuen, jungen Generation sich wenden muss, weil dort auch letztendlich Erneuerung, auch Wachstum kommt, weil irgendwann mal sitzen wir im Seniorentreff. Mit unserer Erfahrung, alles, was wir auch weiterzugeben haben, wer die Predigt von letzter Woche noch nicht gehört hat, sollte dann nochmal online gehen und sie entweder runterladen oder heute Nachmittag nochmal sich anhören. Aber die Gefahr, und das ist das, was ich spüre, uns nochmal mitzugeben, dass wir die Hoffnung nicht auf das Neue setzen, auf das Neue setzen.
und erwarten, dass Veränderungen in sich schon Kraft hätten, etwas zu bewegen. Wie sehr setzen Menschen auf den neuen Mitarbeiter, auf die neue Methode oder den neuen Trend, ob es in einer Firma ist oder aber auch in Kirche. David wusste um diese Gefahr und er wollte den Fehler nicht nochmal wiederholen, als er dann merkte, das Neue bringt's nicht. Und vermutlich hatte er Berater gehabt oder er hat sich nochmal mit dem alten Wort beschäftigt, er hat gesagt, wie sollen wir nun die Gegenwart Gottes, die Bundeslade transportieren? Und er hat wahrscheinlich zurückgeblättert, beziehungsweise es wird uns hier berichtet, 1. Chroniker Kapitel 15, Vers 11, ab Vers 11, wir sehen das auf der Folie. David ließ die Priester Sadok und Abatja sowie die 6 Sippenoberhäupter zu sich kommen. Und er sagte zu ihnen, das ist jetzt, als er ein zweites Mal sich entschieden hat, nun die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Er sagt, ihr seid die Oberhäupter der Leviten. Zusammen mit euren Stammesbrüdern sollt ihr die Bundeslade des Herrn, des Gottes Israels, nach Jerusalem bringen, an den Ort, den ich für sie bestimmt habe. Macht euch bereit für diese heilige Aufgabe und reinigt euch. Beim ersten Mal, habe ich gerade sehr ausführlich beschrieben, ließ der Herr, unser Gott, einen Mann aus unserer Mitte sterben, weil nicht ihr, die Leviten, die Bundeslade getragen habt und weil wir seine Weisungen nicht beachtet haben. Da reinigten sich die Priester und die Leviten für die heilige Aufgabe, die Bundeslade des Herrn, des Gottes Israels nach Jerusalem zu bringen. Die Leviten sollten sie, jetzt kommt die klare Beschreibung, mit Stangen auf ihren Schultern tragen, wie Mose es im Auftrag des Herrn angeordnet hat. Wir verlassen jetzt mal das Alte Testament. Wir verlassen jetzt mal diese Geschichte, wie die Priester damals die Bundeslade nicht auf einen Wagen setzen sollten, sondern es tragen sollten. Und machen jetzt einen ganz großen Bogen vom Alten Testament zu dir und zu mir. Denn die Bibel sagt uns, dass du und ich im Blicke Gottes nun die Priester sind. Du bist ein Priester und ich bin ein Priester. Man nennt mich liebevoll unter den Flüchtlingen manchmal der Priester. Also in deren Sprache, weil es ihr Bild ist. Wenn ich mich dann manchmal vorstelle und sie fragen, wo arbeitest du? Und ich sage, ich arbeite hier in der Kirche. Also ich bin der Pastor. Das versteht man vielleicht nicht sofort. Ich sage, ich bin der Mulla hier. In dieser Kirche. Ich bin der Oberhaupt. Ja? Ich bin der Malik. Ich, der Verantwortliche. Und Religion und auch unsere Kultur mag. Wir mögen Positionen oder wir sind so geprägt mit Positionen. Davon halte ich nicht so viel. Ich verstehe mich sehr als eine Rolle, eine Funktion und auch eine Gabe. Und jeder soll in seiner Gabe dienen. Die Bibel sagt, dass im Neuen Testament es keine Personen, die besonderer sind als andere Personen. Dass Menschen Priester, Christen Priester sind. Und jetzt komme ich mal in die Zielgruppe. Denn im 5. Mose, da gehe ich nochmal kurz zurück, Kapitel 10, die Verse 8 bis 9, in jener Zeit, und das ist jetzt die Rolle der Priester von damals, und es wird die gleiche Rolle sein auch für dich und mich. In jener Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi dazu aus, die Lade des Bundes des Herrn zu tragen, vor dem Herrn zu stehen, um seinen Dienst zu verrichten, und in seinem Namen zu segnen, bis auf diesen Tag. Deshalb bekommen die Leviten kein eigenes Gebiet wie die anderen Stämme. Der Herr selbst ist ihr Anteil und Erbe, er sorgt für sie, wie er es ihnen versprochen hat. Wir lassen diese Folie einfach mal da. Das war die Aufgabe der damaligen Priester. Und die Bibel sagt uns, kommen wir gleich nochmal zu einem Vers, dass wir heute auch eine königliche Priesterschaft sind.
Und hier sind drei Aufgaben, die diese Priester hatten. Das eine war, die Lade des Herrn, des Bundes des Herrn zu tragen. Das zweite, vor dem Herrn zu stehen, um den Dienst zu verrichten und in seinem Namen zu segnen. Zu tragen, zu stehen und zu segnen. Wir sagen das zusammen. Zu tragen, zu stehen und zu segnen. Noch einmal die Empore. Zu tragen, zu stehen und zu segnen. Unten rechts. Zu tragen, zu stehen und zu segnen. Das waren die Aufgaben der Priester. Sie sollten die Bundeslade tragen. Die Gegenwart Gottes sollte nah bei ihnen sein. In der Einheit sollten sie sich tragen. Das zweite war, sie sollten als zweites vor Gott stehen, ihren Dienst zu Gott hinrichten, ob es das Opfer war, zu bringen zu Gott. Und dann sollten sie, nachdem sie Gott gedient haben, Gott geehrt haben, Gott gewürdigt haben, ihren Dienst an Gott verrichtet haben, sich zu den Menschen wenden und sie zu segnen. Drei Dinge. Sie sollten die Gegenwart Gottes in sich tragen. Und sie sollten vor Gott ihm dienen, fokussieren, voller Liebe, voller Leidenschaft, voller Ehrfurcht, voller Nähe. Und sie sollten dann aus diesen sich hindrehen jetzt zu den Menschen und ein Segen sein. Ihr wisst genau, in welche Richtung ich gehe jetzt. Das ist im Kern deine Berufung. Dazu bist du geschaffen worden. Du bist geschaffen worden, in dir Gegenwart Gottes zu tragen. Die Bibel hat es auch so deutlich auch dargelegt und Jesus hat es auch gelebt. In jeder anderen Religion gibt es, der Mensch geht irgendwo hin, der Mensch gibt sein Opfer irgendwo hin. Der Mensch tut irgendetwas, damit der Gott da oben oder da irgendwie sich wohlfühlt oder es annimmt oder sich geehrt fühlt. Der Hindu geht zu seinem Tempel. Der Muslim geht vielleicht irgendwo anders hin. Der Buddhist guckt sogar in sich selber hinein und hofft, da irgendetwas Gutes zu finden. Nur im Christentum kommt Gott. Und sagt, ich möchte innewohnen in dem Menschen. Ich möchte bei ihm sein. Ich möchte in ihm sein. Ich möchte ihn ausfüllen. Ich möchte ihn von innen verändern. Nicht durch Regeln, die außerhalb sind. Nicht durch Taten und Opferdienste. Nicht durch irgendwelche Ortschaften oder irgendwelche fünf Dinge, die ich zu tun habe oder drei Dinge zu tun habe. Sondern ich möchte hineinkommen und ich möchte bei dem Menschen wohnen. Ich möchte in ihm sein. Die Gegenwart Gottes zu tragen. Und vor ihm zu stehen dann und zu sagen, Gott, ich mache das jetzt symbolisch nach oben zu schauen, weil das so eine Art Symbolik ist. Man könnte auch nach innen gucken, aber Gott ist überall. Gott ist im Himmel. Christus sitzt zur Rechten des Vaters. Deswegen richten wir unser Blick in diese Richtung. Wohl wissen, dass sein Geist in uns wohnt, aber dieser Geist pulsiert in uns und richtet unser Blick auf ihn, auf Gott und sagt, da ist die Ehre, die dorthin geht. Dort, von dort kommt deine Hilfe. Dem Rat und Weisheit kommt von ihm. Und du bist geschaffen worden, Gott zu ehren mit allem, was du bist, mit allem, was du sagst, mit allem, was du tust. Auch die Steuererklärung, die du ausfüllst, ist ein Lobpreis für ihn. Deine Arbeitsstelle ist ein Lobpreis für ihn. Das, was du tust, wem du begegnest in seinem Namen, ist ein Lobpreis für ihn. Du bist berufen, die Gegenwart Gottes zu haben und zu genießen und in dir zu tragen. Und du bist berufen, auch vor ihm zu stehen. Und zwar nicht zwei Stunden, eineinhalb Stunden an einem Sonntagmorgen. Wenn ihr das reduziert, zu sagen, hier alleine kriege ich die Gegenwart Gottes, muss ich dich neu belehren. Sondern wenn du unterwegs bist im Auto, kann die Gegenwart Gottes dein Auto erfüllen. Wenn du unterwegs bist
und im Wald bist mit deinem Hund, wird die Gegenwart Gottes dich auch dort begleiten. In deinem Wohnzimmer ist die Gegenwart Gottes, beim Bügeln darf die Gegenwart Gottes sein, beim Kochen, wo auch immer du bist, Gegenwart Gottes soll dort sein. Du betest ihn an und dienst ihm. Und viele Leute lieben das. Viele Leute bleiben vielleicht auch da stehen. Und dann kommt das Dritte, sich den Menschen zuzuwenden und sie zu segnen. Gutes zu sprechen, Gutes zu denken, Gutes zu tun. Und Gottes Liebe durch dich berührt die Menschen. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, eine königliche Priesterschaft und eine heilige Nation. Ihr gehört ganz zu ihm und ihr seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Gottes Wesen in uns tragen. In Beziehung zu Gott und zu den Menschen stehen und in seinem Namen unser Umfeld segnen. Paulus spricht von diesem Geheimnis. Ihr sagt, boah, das wissen wir schon. Das ist immer wieder ein Geheimnis, was man immer wieder entdecken muss und immer wieder auch erleben muss. Er hat mich, sagt Paulus, nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in seinem ganzen Umfang bekannt zu machen. Ist der Text da? In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hatte es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welche wunderbaren Reichtum für die nicht-jüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Den Text haben wir. Den habe ich gar nicht angehört. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ihr Lieben, bevor wir irgendetwas verändern, verändert sich eine Sache nicht. Du bist berufen, ein Priester zu sein. Und was ist deine Berufung? Was sollst du tragen? Die Gegenwart Gottes in dir. Und was, wo sollst du stehen? Zu ihm. In Beziehung zu ihm und zu den Menschen. Und wenn du dich von ihm zu den Menschen hinwendest, wirst du sie segnen. Du wirst Gutes tun. Und nachdem du ihnen begegnet bist, wirst du sehen, wo Not ist. Und diese Not wird dein Herz berühren. Und so wendest du dich wieder zu Gott. Und als Priester bringst du diese Not zu Gott. Und du siehst seine Möglichkeiten, seine Lösungen, seine Fähigkeiten und du wirst das von ihm nehmen und du wirst dich wieder zu den Menschen wenden und du wirst sie segnen und du wirst Gutes tun und Gottes Gegenwart wird dein Herz füllen. Du wirst sie tragen, wo auch immer du hingehst, ob du müde oder wach bist, ob du dich gut fühlst oder schlecht fühlst. Die Gegenwart Gottes ist in dir und darf in dir sein und sie wird dein Umfeld prägen. Das heißt, es geht gar nicht um irgendeine neue einen neuen Wagen oder irgendwelche neuen Ochsen. Auf Methoden setzen wir nicht. Wir setzen auf unsere Berufung als Priester in dieser Welt. Wir sind berufen, die Gegenwart Gottes zu tragen, vor ihm zu stehen und den Menschen zu segnen. Jetzt brauche ich ungefähr 5-6 Leute. Würdet ihr mal alle kommen, ihr 5 da? Und dann nehmen wir noch Hermann und Gisela dazu. Kommt ihr nochmal mit nach vorne. Ich brauche euch als um einen Kreis zu machen. Machen wir es hier vorne. Stellt euch einfach mal in den Kreis. Und nehmt euch an die Hände. Jetzt kommen wir zum Abschluss. Ich weiß, ich bin über die Zeit, aber die Kinder sind noch irgendwie glücklich geworden. Als Gemeinschaft ist es wichtig, verbunden zu sein. Das Erste, was wie wir auch gewohnt sind und auch zu Recht gewohnt sind, wir drehen uns nach innen. Die Bibel sagt, dass wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, Christus in der Mitte, so ist Christus mitten unter ihnen. Sie werden beschenkt. Die Gegenwart Gottes ist da. Es gibt aber eine zweite Möglichkeit, wie man einen Kreis bilden kann. Könnt ihr lesen?
So kann man auch einen Kreis machen. Und man ist den Menschen zugewandt. Man ist in Einheit zusammen. Man schützt auch diese Einheit, in dem nichts Negatives reinkommen kann. Aber die Richtung ist, wir wenden uns zu den Menschen. Es sind zwei Arten und Weisen, wie man Kirche verstehen kann, wie man Gemeinde verstehen kann. Das eine ist, wir wenden uns nach innen, wir sind sehr nach innen gerichtet, nur wir und der Herr. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, wo man das andere Extrem leben kann, zu sagen, wir sind nur für die Menschen nach draußen und wir wollen nur die Not nach draußen uns anschauen und irgendwie versuchen zu helfen und ihr könnt jetzt eure Hände nach vorne strecken und irgendwie so tun, als ob ihr jemandem helft. Also, symbolisch. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt möchte ich euch bitten, einen dritten Kreis zu bilden. Eine dritte Art des Kreises. Okay, jetzt gucken wir mal, was hier für ein Kreis ist. Okay. Die Variante hatte ich nicht im Kopf, aber die ist gar nicht schlecht. Einige nach innen, einige nach außen. Das ist das Gemischte. Darf ich euch eine Alternative vorstellen? Das ist eine gute Idee, ich finde die richtig toll. Schaut euch mal gegenseitig den Hinterkopf an. So, und jetzt linke Hand nach innen und die rechte Hand nach außen. Und ich finde dieses Beispiel rein symbolisch, rein von dem Diagramm her, so wertvoll. Zueinander hingewandt in Einheit. Christus, der in der Mitte ist, der unser Fokus ist, der unsere Liebe ist. Aber dann aus dieser Kraft heraus ein Kanal zu sein, ein Kanal des Segens. Ich möchte dich ermutigen, wenn du zu dieser Gemeinde gehörst oder gehören möchtest. Gott hat uns gerufen, in Einheit zusammenzustehen. Zu sein, fokussiert, wenn wir nach links gucken, jetzt alle die drei oder die sieben nach links und wir schauen auf Christus. Wir achten ihn, wir ehren ihn, wir empfangen von ihm Kraft. Wir stehen vor ihm, wir tragen seine Gegenwart und jetzt wenden wir uns nach außen. Und aus dem, was wir empfangen haben, geben wir es weiter. Die meisten von euch sagen, wow, das ist ja nichts Neues. Wir wollten ja auch keine neuen Magen, aber wir wollen eins verstehen. Wir sind Träger der Gegenwart Gottes. Wir stehen vor Gott und wenden uns zu den Menschen hin, um zu segnen. Das wird Zentrum sein von der Ausrichtung dieser Gemeinde. Zu verstehen, dass Jesus in dir ist. In mir ist. Wir vergleichen uns nicht mit irgendjemand anders, sondern wir glauben, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit für diese Welt. Und damit beten wir und schließen unsere Augen und sagen, Jesus, wie diese Menschen jetzt hier vorne symbolisch das stehen und ausdrücken, möchte ich dich bitten, dass wir eine Gemeinde sind, vor dir, nach innen gerichtet zu dir hin, vor dir und zueinander in Einheit, in geschwisterlicher Liebe, und dass unsere Hände sich ausstrecken und segnend uns in unsere Gesellschaft, in unsere Arbeitsstelle, in unsere Nachbarschaft, in unsere Familien und Verwandtschaften, dass diese Gegenwart Gottes fließt. Setze uns zum Segen. Gib uns Menschen in dieser Woche, dem wir etwas Segnendes sagen können. Wir wollen nicht auf neue Wagen und neue Ochsen irgendetwas setzen und unsere Hoffnung darauf setzen, sondern wir vertrauen, dass die uralte Berufung, die du damals den Priestern gegeben hast und die du uns heute auch gibst, dass diese Berufung durch uns lebt, dass dieser Ort, diese Region, dieses Land und auch diese Welt, auch durch uns gesegnet wird. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wende dich zu deinem Nachbarn und nenne ihm die drei Sachen.